Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Ich bin wieder unterwegs, diesmal in dem Städtchen Koblenz. Und wir sind hier an einer VR-Arcade, beziehungsweise hier gibt es auch Escape Rooms. Und das nennt sich McFly. Das ist mitten in der Innenstadt von Koblenz, so wie es aussieht. Aber das wird uns der Inhaber gleich auch noch selber erklären. Wir werden also gleich mal einen kleinen Rundschwenk machen. Und danach werden wir das natürlich alles mal ausprobieren. Dann gibt es wie immer ein Fazit. Bei mir geht es alles zum Thema VR und AR. Danke an meine Sponsoren Woodghost VR, Oppermann Events, Peter Wasmeier, Andi de Felser, VR Ambassador und Virtual Escape. Viel Spaß mit dem Video und los geht's. Voodoo.de. So, jetzt sind wir drin angekommen. Wir sind jetzt in der Arcade drin und wir haben jetzt auch schon einen kleinen Rundschwenk gesehen. Das war ja auch schon sehr interessant, aber jetzt wollen wir natürlich mehr darüber erfahren. Neben mir sitzt der Martin. Der Martin ist der Besitzer von dem Laden und mich würde jetzt interessieren, wie bist du auf die Idee gekommen und dass du dich einmal kurz vorstellst. Genau, also ich bin der Martin, 31 Jahre alt, einer der Gründer von McFly Adventure. Wir haben vor einem Monat hier die Tore eröffnet quasi, haben jetzt ein Arcade hier erstellt und wollen Koblenz zeigen, was es alles so in der VR-Welt zu sehen gibt. Klar haben wir eine schlechte Zeit erwischt mit Corona, das ist alles ein bisschen schwieriger. Wir versuchen aber natürlich den Leuten mit der VR-Welt einfach eine ganz andere Welt zu zeigen, um eben diese Lasten, die man so entwickelt durch Corona, komplett von sich fallen zu lassen. Und das sieht man bei den meisten Leuten auch. Die kommen hier hin, setzen die Brille ab und man sieht so richtig, wie die Last von den Schultern abprallt. Und das ist wunderschön zu sehen. Die Leute haben Spaß. Wir sind auf die Idee gekommen, das war so in meiner Studienzeit. Da habe ich das erste Mal so gedacht, okay, hey, du willst was Eigenes entwickeln, was Eigenes aufmachen. Ich habe da über 3 Jahre in einem Escape selber gearbeitet, habe da Erfahrungen gesammelt und habe mir gedacht, okay, das ist geil, das willst du auch aufmachen, da willst du was Eigenes draus machen. VR kommt noch dazu, das Ganze wollte ich kombinieren. Es ist eine coole Kombination, VR und Escape sowieso. Und so kam der Gedanke, hey, so machst du mal deinen eigenen VR-Arcade auf. Das klingt schon mal sehr interessant. Wir haben auch gesehen, das sieht hier alles sehr gemütlich aus. Wir haben hier Couches und so. Und der Style gefällt mir persönlich auch gut. Das kann ich jetzt schon sagen. Sehr, sehr schön gemacht. Und für mich ist jetzt natürlich, oder für alle natürlich die Frage, was kann man denn hier zocken? Mit wie vielen Leuten kann ich hier zocken und was kann ich hier zocken? Ja, also wir unterscheiden uns da ein bisschen zu anderen Arcades. Hier gibt es keine Simulatoren, keine Hightech-Ausrüstung. Wir haben das bewusst erstmal abgewählt, weil wir wollten eine eher angenehme, wohlfühlende Umgebung schaffen, damit viele Leute, die das erste Mal VR zocken, erstmal in angenehmer Stimmung hier das erste Mal eben diese Brille aufsetzen und in eine ganz komplett neue Welt eintauchen. Wir merken es auch, wir haben ungefähr 80% aller Kunden sind Erstspieler, die das erste Mal Erfahrung haben. Mhm. Genau, und die können hier ganz viele Singleplayer, Multiplayer, Shooter, alles, was man so auf dem Steam-Markt findet und auch was gut ist, bieten wir hier an über Horrorspiele, Kinderspiele etc. Man kann VR-Escape bei uns machen, die sind extra von Ubisoft entwickelt. Basieren auch auf den Reihen von Assassin's Creed tatsächlich. Mhm. Die sind eigentlich eine unserer Highlights und Ende des Jahres, Ende des Jahres werden wir dann auch unsere klassischen Escape-Räume aufbauen.
Das sind die, die dann ohne VR gespielt werden. Die kann man dann auch nochmal mit 2 bis 7 Spielern spielen. Davon werden wir 2 Stück entwickeln, die aber wie gesagt Ende des Jahres. Ah gut, Ende des Jahres. Genau, insgesamt haben wir hier 6 Spielstationen. Das heißt, wir können, also es können bis zu 6 Leute gleichzeitig spielen. Diese 6 Spielstationen verteilen sich auf 2 Lounge-Bereiche, wie ihr im Umschwang schon gesehen habt. Gemütliche Lounge, die man auch dann komplett mieten kann, um einfach so ein kleines Team-Event oder eine Geburtstagsfeier oder Junggesellenabschied sowas dann in dieser Lounge zu verbringen. Das heißt, 4 Leute spielen dann in der großen Lounge zum Beispiel und der Rest sitzt auf der Couch, schaut dem erstmal zu, was da quasi in der VR-Welt gespielt wird und dann wird sich auf jeden Fall mal abgewechselt. Man zahlt einen Festpreis für diese VR-Lounge und der bleibt immer gleich, egal mit wie vielen Spielern das ist. Das heißt, komme ich mit mehreren Leuten, zahle ich natürlich auch weniger dafür pro Person. Und das ist so unser Konzept von dem Ganzen. Super. Genau. Ja, das klingt ganz hervorragend. Also wie ihr gehört habt, können wir dann auch am Ende vom Jahr hier normale Escape Rooms spielen. Vielleicht komme ich dann nochmal vorbei und mache mich dann zum Affen. Mal schauen. Nee, aber auf jeden Fall sehr interessant. Vom Style her wirklich sehr, sehr cool. Aber jetzt will ich das natürlich auch selber ausprobieren. Und ich glaube, dass ich Bock habe auf diese Escape Rooms von Ubisoft. Die werde ich mir mal reinziehen. Und ja, das werde ich jetzt mal machen und danach am Schluss gibt es wie immer ein Fazit. Also viel Spaß. Ist das geil? Wow. Oh yes. Oh yes. Oh yes. So, meine Liebe. Jetzt siehst du. Und ist das jetzt springen? Also du musst nicht springen. Deine Erfahrung wäre jetzt mal, wenn du dich traust, auf dieses Brett zu gehen. Mhm. Und mal ein bisschen die Aussicht genießt. Also du musst richtig mit dem Körper gehen. Du musst nach vorne gehen. Genau, mit deinen Füßen, ja. Auf den Controller brauchst du nichts drücken. Auf diesem Brett. Ja. Genau. So, Vorsicht, mit den Füßen würdest du jetzt so langsam tatsächlich ein Brett spüren. Das ist hier wirklich ein Brett. Ja, das spüre ich. Ja, das spürst du, weil du das gerade siehst. Dein Körper verarscht gerade, oder deine Augen verarschen gerade deinen Körper. Also woher soll ich jetzt ein Brett haben, ne? Ui. Oh, Gott. Ach, das ist geil. Alles gut? Ja. Aber ich überlege, ob ich darauf gehe oder nicht. Also dieses Brett, das bricht auch nicht ab oder sowas. Solange du auf dem Brett bist, passiert auch nichts. Und du kennst es ja, wenn es irgendwie zu schlimm wird oder so, dann machst du einfach mal kurz die Augen zu. Und alles ist entspannt. Und dann, wenn ich da nirgend gehe, was passiert dann? Ja, das können wir ja gleich sehen. Geil! Die erste Mutprobe wäre erstmal auf das Brett zu gehen.
Okay. Ja, perfekt. Ich bin nie gespannt. Geil, ich wusste gar nicht, ist das cool. Genau. Sehr gut. Sehr gut. Ja, super, Marcel. Bis zum Ende aber würde ich nicht gehen. Bitte? Bis zum Ende würde ich nicht gehen. Nee, okay. Aber du würdest jetzt auch gleich so eine virtuelle Wand sehen. Ja, genau. Die Spielbegrenzung. Dann weißt du dann gleich im Spiel, wenn ihr dann diesen Escape Room spielt, dass du da nicht weitergehen solltest. In diesem Fall kannst du gerne mal weitergehen, wenn du möchtest. Also du kannst gerne mal über diese Grenze hinaus, da passiert dir nichts. Aber mach langsam, wie du geduldig bist. Wie geil. Wirklich, das gibt's ja gar nicht. Ja. Ach, nee. Aber ich will dich natürlich auch nicht frusten, wenn dir das zu krass wird. Ja, ich falle. Oh. Hast du die Augen zugemacht oder hast du das gesehen? Ein bisschen gesehen, ja. Doch. Ja. Okay, da kommt irgendwie mal die Brille ab. Ja, McFly Adventure in Koblenz. Ihr habt am Schluss die Szene gesehen und das hat mir persönlich auch nochmal bestätigt, wie krass die virtuelle Realität für Leute sein kann. Ja, also ihr habt die Dame gesehen, die versucht hat, da auf diesem Brett quasi vor dem Abgrund zu stehen, und sie hat sich halt wirklich nicht getraut, auf dieses Brett drauf zu gehen oder am Schluss halt zumindest nur zur Hälfte. Ne? Da seht ihr mal, wie krass der Unterschied ist, wenn man jetzt irgendein Spiel zum Beispiel auf dem Fernseher oder auf dem Bildschirm spielt oder in der virtuellen Realität in echt drin zu sein. Die Dame hat sich wirklich vorgestellt, oder sie hat sich gefühlt wie auf diesem Hochhaus und hat sich da nicht drauf getraut. Und ich kann euch garantieren, die war am Schluss so geschwitzt, die war komplett durchnässt, weil sie so Angst hatte, darunter zu fallen. Ne? Das ist so krass, und das hat mich richtig irgendwie so berührt, ja, dass jemand vor sowas so Angst haben kann. Ne? Richtig, richtig krass ist das. Richie's Plank Experience heißt das, mit dieser Holzlatte, die man natürlich optional dahinlegen kann, damit sich das noch realistischer anfühlt. Sehr cool, vielen Dank nochmal an den Martin für diesen Spaß. Und ja, aber was halte ich denn jetzt von McFly Adventure? Also das Innere von dieser Lounge sieht einfach richtig geil aus. Ne? Das ist, habt ihr ja im Rundgang gesehen, das sieht spacig aus, das sieht cool aus. Vor allem die Bilder an der Wand, das ist wirklich sehr, sehr geil gemacht. Also die Inneneinrichtung, super geil. Schöner kannst du es fast gar nicht machen. Das hat mich sehr gefreut, dass man wirklich direkt sieht, wenn man reinkommt, zack, Virtual Reality ist überall, absolut cool. Auch nerdige Sachen an den Wänden oder so eine Historie von den VR-Headsets an den Wänden. Richtig abgefahren. Allerdings, da muss ich jetzt, das habe ich dem Martin aber selber auch schon gesagt, was mir nicht gefallen hat, ist von vorne, ja. Also, wenn du in der Fußgängerzone lang gehst und dann siehst du halt diese Front und da steht halt einfach nur so eine blaue Schrift drauf. Das reicht mir persönlich nicht. Da muss irgendwas geil leuchten, da muss im Schaufenster muss einer schon sein, der VR zockt, weißt du, oder irgendwie so ein Ork dahinstellen, der eine VR-Brille... Das reicht nicht, wenn man einfach irgendeinen blauen Kleber dahin macht und Virtual Reality. Da gehen bestimmt viele Kunden verloren, würde ich mal wetten. Ne? Also das ist das Einzige, was mich so gestört hat. Ne? Dass man von außen nicht sieht, wie geil das eigentlich von innen ist. Da muss der Martin und seine Freunde, die müssen sich da wirklich ein bisschen was überlegen, damit das halt noch geiler von außen aussieht. Von innen ist es absolut geil. Ne? Man kann da auch wirklich vernünftig zocken. Man hat viele Plätze da.
Das Konzept ist ja anders. Ne? Also die sagen so, wir wollen eine Wohnzimmeratmosphäre haben, deswegen bucht man nicht quasi Plätze, kann man zwar auch, aber das Hauptkonzept besteht darin, diese Lounges zu buchen. Man hat eine große Lounge und eine kleine Lounge und je nachdem sind natürlich die Preise, bei der großen hast du 4 Plätze, bei der kleinen hast du 2 Plätze und ihr bucht halt immer in Gruppen und die haben halt da richtig bequeme Couches stehen, das habt ihr schon gesehen, ne? Das heißt zum Beispiel 4 Leute zocken und der Rest der Gruppe, der sitzt da und guckt auf den Monitor und das Live-Bild der Spieler, was wirklich sehr, sehr cool ist und die haben das alles auch sehr modern gestaltet, mit diesem Springboard-Software, die man für Arcades benutzt. Das heißt, der Martin kann da richtig alles schön steuern, wer an welchem Platz ist und so. Das funktioniert absolut geil. Und da könnt ihr euch halt eure Experience selber zusammenstellen. Wir haben halt die kleine Lounge, habt ihr gesehen, da bin ich später durchgegangen. Die sieht so aus, da habt ihr hier 2 Plätze. Und hier halt auch noch diese coolen Couches. Und halt die große Lounge, da habt ihr dann natürlich mehr Plätze, habt ihr ja 4 Plätze, absolut super gemacht. Guck mal, wie geil das halt auch aussieht, ne? Also ich meine, ihr habt es ja im Video schon gesehen, aber also da hat einer richtig, richtig aufs Design geachtet, wow. Und hier könnt ihr dann halt auch noch auf der Homepage, die ihr übrigens unter dem Video verlinkt, natürlich findet, könnt ihr euch reinziehen, welche Spiele ihr alle zocken könnt. Bei Beat Saber, da ist natürlich wieder die Sache, das ist im Moment nicht verfügbar für Arcades. Alles andere könnt ihr dann sicherlich da zocken. Und dann gibt es natürlich die VR-Arcade-Rooms. Die habe ich euch gezeigt. Beyond Medusa's Gate, The Dagger of Time and Escape the Lost Pyramid. Das ist wirklich geil. Ne? Also das ist wirklich eine lange Experience. Die gehen fast immer eine Stunde oder sogar länger. Und da könnt ihr richtig euch in Rätseln austoben. Das kann man, glaube ich, mit bis zu 4 Leuten zocken. Und dann, das ist aber noch nicht fertig, gibt es noch echte Escape Rooms ohne VR. Ne? Also wo du wirklich in so einem echten Raum drin bist und dann vielleicht irgendwelche Schlüssel finden musst. Das ist aber erst Ende 2020 fertig. Vielleicht kriege ich ja dann nochmal eine Einladung. Dann kann ich das auch nochmal ausprobieren. Schauen wir mal. Und dann könnt ihr halt hier oben auf Jetzt buchen gehen und dann könnt ihr das alles buchen. Also die Preise dürft ihr euch nicht erschrecken. Ihr bucht halt wirklich diese gesamte Lounge. Das heißt, es ist vorgesehen, dass ihr da mit mehreren Leuten, zum Beispiel, weiß der Geier, 10 Leuten hingeht und dann teilt ihr euch natürlich zum Beispiel diese 90 Euro durch 10, da bezahlt jeder 9 Euro. Ne? Das heißt, 4 Leute zocken und 6 sitzen auf der Couch und gucken gemütlich zu und dann wechselt man das halt alles. Ne? Also ihr bucht immer die gesamte Lounge. Ihr könnt immer 30 Minuten, 1 Stunde oder 1 Stunde 30 Minuten auswählen. Wenn wir jetzt hier mal die kleine Lounge buchen, da gehe ich hier mal... Achso, Einzelspieler könnt ihr auch buchen. Ne? Das ist dann natürlich wesentlich günstiger. Dann kriegt ihr einen einzelnen Platz. Dann kann es natürlich sein, dass andere noch neben euch im gleichen Raum zocken. Wenn ihr die gesamte Lounge bucht, dann habt ihr Privatsphäre. Wir gehen jetzt hier mal auf die kleine Lounge und sagen einfach mal hier buchen. Gehen wir mal auf den Weiß der Geier 30. Oktober und hier seht ihr dann die Preise. Machen wir mal eine Stunde, ne? Und dann habt ihr hier halt bis zu 8 Personen könnt ihr hier anmieten quasi und dann zahlt ihr dann 80 Euro. Jeder wird dann halt irgendwie 10 Euro bezahlen, ne, für eine Stunde. Und wie gesagt, je mehr Leute ihr mitbringt, umso lustiger wird das natürlich auch und umso günstiger wird das. Könnt ihr hier schön bequem über die Webseite buchen. Ja, hat mir sehr gefallen, muss ich sagen, und ich hoffe euch auch. Nochmal der Hinweis, wenn ihr selber eine VR-Arcade habt und wollt, dass ich die vorstelle, dann schreibt mir, die E-Mail findet ihr ganz unten in der Beschreibung unter diesem Video, voodoo.de.mc@gmail.com, schreibt mir und dann stelle ich eure Arcade auch mal vor. Das Einzige, was ich von euch erwarte, ist einfach nur, dass ihr meine Kosten deckt. Ich will keine Gage oder sonst irgendwas. Einfach für das Wochenende die Hotelübernachtung, Anfahrt und Verpflegung oder irgendwas. Ne? Also nur, dass meine Kosten gedeckt sind, sonst passt das alles. Schreibt mich an und dann machen wir dann einen Termin aus. Es haben mich schon viele angeschrieben, es stehen auch schon Termine an demnächst. Und ja, dann passt das für mich, weil ich will natürlich auch VR verbreiten. Ich hoffe, das gefällt euch, dass ich die Arcades vorstelle. Und für mich ist natürlich immer ganz wichtig, wenn ihr jetzt mal bei dem Martin in Koblenz seid und habt das mal besucht,
dann schreibt mir auch mal oder schreibt mir eine E-Mail, oh ja, cool, danke, dass du mir das gezeigt hast. Und das freut mich natürlich auch, dass ich dann den Leuten zeige, dass es da was in Koblenz gibt. Ja? Also die Adresse habt ihr hier, ne? Altengraben 22 56068 Koblenz, ist mitten in der Innenstadt. Und dann passt das natürlich auch. Über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich sehr. Ich bedanke mich auch natürlich nochmal bei dem lieben Martin, dass das alles so gut geklappt hat. Und für den schönen Tag natürlich auch. Und ja, bei euch bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn ihr mich supporten wollt, im ersten Kommentar und in der Beschreibung findet ihr ganz viele Möglichkeiten. Da kriegt ihr sogar hinter den Kulissen-Videos exklusive Einblicke. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de